Hallo und herzlich willkommen zurück zu Detroit. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Ja, fui. Scheiße. Hank befreundet. Software instabil. Na, dann schauen wir mal. Die heißesten Androiden der Stadt. Wirklich? Ich weiß nicht, warum du unbedingt her wolltest. Ja, weil es die heißen Androiden der Stadt sind. Mann. Connor! Jawohl! Da? Nur geschaut! Hab nur geschaut! Hab nur geschaut! Immer! Los, Tante! Tante! Es ist das Zimmer. Oh, übrigens, Gavin ist auch da. Ach so. Oh, toll. Ein Toter und ein Arschloch. Genau das, was ich brauche. Oh, fui. Nein. Kent Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Was heißt Plastikfreund? Ist trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Gar nicht. Alter, Praktiker, ne? Nacht, Lieutenant. Gute Nacht, schlaf gut. Analyse, Diagnose. Schwer beschädigt. Wow, hey. Ah, oh, Connor, das ist ekelhaft. Gar nicht. Ich muss gleich nochmal kotzen. Modell, Seriennummer, blaues Blut. Aha. Getränke, kann man sich da was bestellen? Also. Oh, das ist ein bisschen rund gegangen. Gluck, 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 gluck. Ah, dann machen wir mal eine Analyse. Wo ich sie machen. Schau mal. Verstorben, Graham Michael, Größe 1 Auto, das Gewicht 108, geschätzter Todeszeitpunkt 28. Aha. Schwere Blutergüsse. Würgemale, Todesursache ersticken. Keine Anzeichen des Herzinfarkts. Fall nicht Todesursache. Aha. Da geht nichts an der Art. Ah, achso, warte mal. Opfer wurde gewirkt. Ja, wirklich. Da sieht wie ein weiblicher Android aus. Wirk. Benutze ein rechtes. Ja, habe ich schon gesehen. Thank you.
Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Ja, genau. Im Treppe hinten steht Michael Graham. Kreditkarte und auch Bargeld. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Na, dann schauen wir. Eine Minute ab jetzt. Oder? Erklärung direkt. Kreis. Ich werde dir ein paar Fragen stellen. Kannst du sprechen? Ist er tot? Hast du ihn getötet? Nein! Nein, ich war das nicht! Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Schneller! Und wieder. Wer hat den Mann getötet, wenn nicht du? Ich weiß nicht, ich war abgeschaltet. Ich habe nichts gesehen. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Dann hat der andere Android ihn erwürgt. Ist das richtig? Aha. Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Jawohl, Manager fragen. Sag mir Bescheid. Aha, sie leicht. Kannten Sie das Opfer? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal hier. Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel, wissen Sie. Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Gab es hier schon mal lange mit den anderen? Kann ich nicht fragen? Auf keinen Fall. Ich meine, deshalb kommen die Leute ja in den Eden Club. Diskretion. Niemand weiß, wer hier ein- und ausgeht. Ja, natürlich. Die Geschäfte laufen gut, stimmt's? Ja, kann ich klagen. Das Gute an Androiden ist, sie sind zu allem bereit. Man holt sich bei ihnen nichts und sie schweigen wie ein Grab. Da lässt man die Sau raus. Ha, tja. Ja, je mehr ich über Menschen weiß, desto mehr mag ich meinen Hund. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant, vertrauen Sie mir. Ja, ja. €23,99. Auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Ja, voll geil, Glaskosten drin. Amsterdam, hallo. Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Prüfen. Aha.
Nur Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da? Da ist sie. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Hey, und was soll ich mit der jetzt machen? Probieren wir den hier. Hoffentlich bringt's das. Da ist... Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie? Willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Na, wo sie sind? Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Das ist gar nicht. Ein rührt den roten Traum. Okay. Da außen, wer kannst du nur gesehen haben? Da ist ja so ein Spaß. Komm her da! Da bin ich. Wieso kann man da nicht rein? Sie vielleicht? Wie sind die wieder hier gegangen? Hat sich in einen anderen Raum versteckt. Okay, Zimmer verlassen. Hat der Bauer was gesehen? Alter. Okay. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Haben wir da eine? Rein hypothetisch.
Wir haben 23 aus nochmal. Oder habe ich den nicht gekauft? Das gibt's ja nicht. Nein. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit. Das gibt's ja nicht. Wo ist denn hier verschwunden? Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Da ist es ausgegangen. Er oder? Oh. 20. Also 20 Kurse überprüft. Er oder? Es gibt doch gar nicht. Der Hausmeister. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Scheiße, Mann, das ist doch. Ja, dann renn. Renn, renn, renn. Warte. Ich übernehme das jetzt. Was? Wieso? Gib mir Waffen. Tick-Tack. Suche das Lager. Ja, Scheiße! Wir sind zu spät! Aha. Verdammt, schau sie dir an! Man benutzt sie, bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll! Was hast du, Müll? Echt jetzt? Du kannst doch lesen? Der Rest und... Ich habe jetzt keine Zeit zum Lesen. Blaues Blut. Was ist denn eigentlich da noch? Die sind doch sowas von krank. Keiner will mehr eine Beziehung. Sie kaufen sich lieber einen Androiden. Die kochen für dich, gehen mit dir ins Bett, wenn du willst. Und man muss sich noch nicht mal um Gefühle scheren. Ehe du dich versiehst, sind wir ausgestorben, weil sich alle lieber einen Haufen Plastik kaufen, statt einen anderen Menschen zu lieben. Ich raff's nicht. Na, war da was? Na, blaues Blut. Ach, da ist sie, ey. Wow, kämpfen. Keine Bewegung. Die nächste. Puh. Was? Ah!
Super Ninja. Yo. Boom. Was soll denn das? Aha, ein Liebespaar. Schnell, sie entwischen uns. Nicht mit mir. Boom. Ach, Gelecke. Jetzt wieder einmal schneller. Schießen verschonen. Dieser Mann, er schlug die andere Tracy. Aha. Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben. Ah. Zu meiner Geliebten. Das war Androiden-Putzis. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Na da bleiben. Seid verhaftet. Ist vermutlich besser so. Und Furtland. Zweifel. Ah, okay. So funktioniert das auch. Ich habe mir jetzt da nämlich die alle zwei Versionen angeschaut. Aber die andere Version kann ich echt dann noch am Schluss in das Video einspielen. Und das habe ich Suche nach der Tracy. Da habe ich was vergessen. Es gibt's ja nicht. Aha, okay. Eh wurscht. Fortfahren. Aha. Zu tun. Oh je. Als dieser Mann die Tracy tötete, wusste ich, ich bin die Nächste. Ich hatte Angst. Ich flehte ihn an, er hörte nicht. Also legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ja, ich habe ihn umgebracht.
Aber ich habe mich dabei nur verteidigt. Ich wollte doch nur leben. Ich wollte zurück zu meiner Geliebten. Und die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß. Ihre schmutzigen Wörter. Aber du... Du hast sie mir weggenommen. Oje. Ich liebe sie. Oje, Maro, so in der da. Ich hab sie geliebt. Oje. Mein Gott. Okay.